oder HMMV oder so ähnlich. Der heißt doch mal, heißt er so? Komm, irgendwie so in der Art. Aber der wird haben wir auch Sponsor, weiß ich nicht. So, Zaun durchbrechen! Wir sind da! Hammer geil. Nachdem sie zum Kommandanten zurückgeschaltet haben, bleiben die untergeben, wo sie sich befanden, bis ihnen nur Befehl gegeben wird. So können sie Mannschaft bitte leicht positionieren, um ihnen oder andere Mannschaft Denken zu geben. Gehen sie zu Cooper zurück. Nehmen sie sie zum Anführerwechsel oder T drücken. Okay, einfach also zum Anführerwechsel. Genau. Um die bestmögliche Kontrolle über alle ihre Mannschaften zu erreichen, verfügen sie über die Kommandoansicht. Aktivieren sie diese mit Punkt Num. Oder Komma? Ist das? Ja. Oh Gott. In vielen Missionen steht Ihnen als schnelle Transportmöglichkeit ein Hubschrauber zur Verfügung. Wählen Sie als Anführer einen Abholpunkt mit Leertaste, Kommunikation, Unterstützung anfordern, Transport. Leertaste, Kommunikation, Unterstützung anfordern, Transport. Oh, jetzt bilden die eine Reihe. hat es jetzt funktioniert? Ich habe keine Ahnung. Station, Station. Okay, aktiv. Ich hatte ja noch Doppelalter. So, ja, du wirst sterben. Nein, bist du nicht. Du bist cool. HMMWV, Hambi. Da kommt unser Transport. Seht ihr ihn in der Sonne? Lol. Die Sonne ist weg. Ist das er? Ich glaube, das ist er. So hell. Wenn sie die ganze Gruppe, wenn sie diese so komische Sache tun. Weil ich die. Na die. Nein. Scheiße. Was ist das für eine Taste? Ich brauche die englische Tastatur. nein, diese Aufnahme aus dem Kopf, das ist nicht. Scheiße! Die hier. Hä? Hey. Da. Einfach alle einsteigen. Du sollst einsteigen, ne? Nicht mit deinem Auto. Warte, warte, stopp, 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 stopp. 2. Aussteigen. Zwei. Einsteigen. Drei. Aussteigen. Drei. Einsteigen. Und dann fehlt noch ich. Dann sind alle da. Abspringen! Hey! Blöder Heli, du! Danke, dass du mich hier einfach so hocken lässt, ne? Oh, voll böse! Okay. Ich hatte sowieso nicht mehr getroffen.
hat mich jetzt echt vergessen. Nein! Ich hab's trotzdem geschafft, soweit ich das sehe. Jo. Okay, der Oberbefehl. Jetzt müssen wir eine ganze Armee kontrollieren. Och Gott. Bitte nicht. Herzlich willkommen im Oberkommandotutorial. Sie werden hier lernen, wie man Einheiten in Großumfangbefehle gibt. Nicht einer Mannschaft, sondern mehreren Mannschaften aus verschiedenen Einheitstypen. Einmal lassen Sie uns anfangen. Am unteren Bildschirmrand sehen Sie eine Befehlsleiste. Zum Kommandieren der Einheit schalten Sie mit STRG links und Leertaste auf die Oberkommandoleiste, um die ganze Gruppe befehlen zu können. Okay. Die Leiste hat jetzt die Oberkommandoleiste gewechselt und zeigt Einheiten des NATO-Symbols. Blue for Opfer, Unabhängig und Zivilisten. Okay, geht klar. Das Symbol in der Mitte jeden Rahmens repräsentiert den Typ der jeweiligen Einheit, zum Beispiel Infanterie, Panzer, Helikopter und so weiter. Hier eine Liste der gängigsten Symbole. Also dieses komische Ding, da ist der Panzer, also die Flagge ohne Mittelstrich ist Infanterie, Flagge mit Mittelstrich ist motorisierte Infanterie, mechanisierte Infanterie ist Infanterie plus Panzer und das ist Panzer plus Infanterie-Zeichen, vermischt so. Ne? Helikopter ist mit dem Dreiecken drin, Flugzeuge haben so eine Schleife drin und das Hauptquartier hat einfach nur eine Fahne. So, auch wenn ihr das alles selber gesehen habt, aber kommt. Schließlich gibt es über dem Einheitssymbol eine Gruppe von kleinen Symbolen, die die Größe der Gruppe darstellen. Folgende Zahlen und Namen können sich in verschiedenen Einheitstypen ändern. Also dieses komische Kreisding heißt Feuerteam. Das andere komische Kreisding heißt Sektion über 4. Zwei Kreise, Trupp über 12. Drei Kreise, Platoon über 25. Und als Strich, Kompanie über 60 Einheiten. Ach du Scheiße. Allgemeinstellung. Einfachste Methode des Kommandierens geschieht über das Schnellkommando. Öffnen Sie jetzt Leertaste. Öffnen Sie das Schnellkommando-Menü. Die Menüinhalte passen sich automatisch an den von Ihnen angezeigten Punkt aus Gruppe und Status an. Sie können sogar einzelne Gruppen aus- und abwählen, um genaue Befehle erteilen zu können. Bewegen Sie alle Gruppen näher an den MTVR in der Stadt, indem Sie Wegpunkt setzen, auswählen, während Sie in der Nähe des LKWs zielen. Wo ist hier ein... Okay. Wegpunkt setzen. Sie können nur einen Teil der Ihnen untergebenen Truppen manuell auswählen. Verwenden Sie dazu die Tasten F1 bis F10 mit F11 und F12. Plättern Sie durch die Einheiten, falls Ihnen mehr als 10 Einheiten unterstellt sind. Wählen Sie die Infanteriegruppe, indem Sie F2 drücken. Hier meine Infanterie, sieht man schon an den Zeichen. Neben den Schnellbefehlen können über das komplexe Befehlsmenü auch spezifischere Befehle erteilt werden. Das Hauptmenü wird durch Drücken von Backspace angezeigt und auf die verschiedenen Unterpunkte kann mit 0 bis 9 zugegriffen werden. Drücken Sie 1, um das Bewegungsmenü zu öffnen. Erstens, bewegen. Das Bewegungsmenü wird für komplexe Bewegungsbefehle genutzt. Sie können hier Wegpunkte überspringen, aber auch löschen. Okay, das braucht man nicht. Dieses Menü beinhaltet eine Liste aller momentan verfügbaren Ziele, welche den ausgewählten Gruppen zugewiesen werden können. Im Angriffsmenü kontrollieren Sie das Kampfverhalten der ausgewählten Einheit. Geschwindigkeit. In diesem Menü können Sie die Geschwindigkeit der ausgewählten Truppe ändern. Die verfügbaren Optionen sind normal oder voll limitiert. Missionen. Ausgewählte Missionen wie Warfare können Sie eine oder verfügbare Missionen einer ausgewählten Gruppe zuweisen. Sechstens, Aktion. Das Aktionsmenü wird für maßgestaltete Aktionen für jede Mission genutzt. Das Menü ist oft leer, wenn keine speziellen Aktionen in der Mission vorhanden sind. Siebtens, Kampfmodus. Sie können durch dieses Menü das Verhalten der Gruppe kontrollieren und zwischen dem sicheren und dem Kampfmodus wechseln. Achtens, Formation. Sie können in diesem Menü die Gruppenformation kontrollieren. Neuntens, Team. Das Menü dient zur Trennung der Gruppe in kleineren Gruppen, die Steuerung mehrerer Einheiten erleichtern. Und null. Null, Doppelpunkt, Statusbericht. Der Statusreport SITREP gibt Ihnen Kartensteuerung. Das Kommandieren in der ersten Personansicht ist schnell und praktisch. Über Ihre Karte erhalten Sie bestmögliche Übersicht durch das Kampfgeschehen. Öffnen Sie die Karte mit M. Zusätzlich mit den F-Tasten? Es gibt nur eine F-Taste. Okay. Und Schnellkommando, die F1, 2, 3 und so. Schnellkommando können Sie alle Einheiten auf der Karte auch auswählen, indem Sie einfach auf diese klicken. Wählen Sie die Panzergruppe an. Ja.
Warte. Stellkommando mit Kürze. Nein, auf der Karte. Achso, Panzer ist 3. Um eine Auswahl aufzuheben, klicken Sie irgendwo auf der Karte Sekt-Maustaste. Nicht auf einer Gruppe. Oder auf dem gruppenzugewiesenen F. Okay, also sekundäre Maustaste. Gartensteuerung. Hier können Sie auch auf der Karte mehrere Gruppen auswählen. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie einen Rahmen, um mehrere Gruppen auszuwählen. Bewegen Sie beide Gruppen zur markierten Position. Setzen Sie einen Wegpunkt, indem Sie in der gewünschten Stelle auf primäre Maustaste klicken. Gut, dann gehen wir jetzt dazu hin. So, jetzt warten können wir auch mal. So, da bin ich wieder. Da ist gerade meine Festplatte vollgelaufen. Da muss ein bisschen was löschen und so. Jo, aber. Scheiße. Da habe ich auch noch 40 GB frei. Nur, was tust. Ja, doch, nur, kann man schon sagen. Und du, es geht weiter. Wir bauen jetzt meine First Construction. Gut. Sie können die Körpersteuerung testen. Winkel der Maus bewegen. Sehe ich. Vorwärts. WS. Oh. Ah! Okay, wir machen eine Basis. Zwar eine Kaserne. Suchen wir einen geeigneten Blauplatz. Und platzieren das Gebäude. Sehr gut, das Gebäude ist fertig. Jetzt lernen Sie, wie es sich repariert. Ey! Okay, bewegen Sie den Kurs über das Gebäude, um die bescheuerte linken oberen Bücher einzubringen. Dann Enf. Nee, Einf. Genau, natürlich können Sie auch Gebäude verkaufen. Ich will nicht löschen. Oh, man müsste nicht wissen, ob die Basis zurück. Drücken Sie Backspace, um das Menü zu schließen und überhaupt zu Ihnen zurückzukehren. Ernsthaft? Das war ja irgendwie schon etwas leicht, ne? Also, hä? Hä? Hm? Okay. Fortsetzen. Achso, dann bauen wir einfach nochmal was ein bisschen. Bauen wir uns eine Base. Ich glaube 10.000. So, zwar eine Kaserne erstmal zum Anfang. Dann machen wir noch was, um uns hier etwas zu schützen. Und zwar ein MG-Nest. Das passt hier ganz schön hin. Und außerdem noch eine leichte Fabrik. So.